Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Wünsche sind eine schöne Sache. Wir bauen uns unsere eigene Fantasiewelt und leben glücklich darin. Trotzdem hat es unser Leben nicht verdient, dass wir unzufrieden und nur mäßig glücklich damit sind. Es ist wahrscheinlich ein gutes Leben, ein besseres jedenfalls, als viele Menschen auf der Welt ihr eigen nennen dürfen. Dennoch schlummern in uns allen unerfüllte Sehnsüchte. Wen wundert es da, dass wir immer ein Auge auf Ziele gerichtet haben, die es noch zu erreichen gilt? Wenn du dich hier wiederfindest, haben wir in unserem heutigen Video eine gute Nachricht für dich. Es braucht nur 4 Schritte, um alle deine Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Nummer 1. Was möchtest du wirklich? Diese Frage steht am Anfang jeder Transformation. Sie klingt einfach und logisch, ist es bei näherer Betrachtung aber nicht immer. Wenn dein Wunsch zum Beispiel lautet, ich möchte erfolgreich sein, so gibt es Millionen Varianten davon, wie dieser Erfolg aussehen könnte. Am besten setzt du dich mit Stift und Papier in einer ruhigen Stunde oder zwei hin und notierst deine Wünsche so klar und präzise wie möglich. Dabei behilflich sein kann dir ein Kriterienraster, das in verschiedenen Disziplinen bei Entscheidungsfindungsprozessen zum Einsatz kommt. Das SMART-Prinzip. Die 5 Buchstaben bilden nicht umsonst ein anderes Wort für schlau, weil wir auf diese Weise schnell und fokussiert unsere Ziele definieren, aber auch ihre Erreichbarkeit überprüfen können. Diese müssen dafür spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Spezifisch bedeutet, dass du statt erfolgreich sein dein Ziel viel genauer und konkreter definierst. Zum Beispiel eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung bekommen, ein lang gehegtes Projekt wirklich werden lassen, einen Umsatzplus erzielen, für ein bestimmtes Unternehmen in einer bestimmten Position tätig werden, ein Buch schreiben oder Mitarbeiter des Monats werden. Erfolg bedeutet für jeden Menschen etwas vollkommen Individuelles. Wenn dir andere Ziele dabei vorschweben, ist das völlig in Ordnung und du bist absolut auf einem guten Weg damit. Messbar müssen Ziele und ihre Umsetzung sein, weil wir sonst nie wissen können, wann wir sie erreicht haben. Beruflich also eine klare Sache, privat schaut es da schon anders aus. Die Grenzen verschwimmen hier manchmal, daher ist es besonders wichtig, Ziele, die die Liebe oder Romantik oder das eigene Selbstbild in den Vordergrund stellen, möglichst präzise zu formulieren. Attraktiv muss ein Ziel auf jeden Fall sein, sonst wäre es ja kein erstrebenswertes. Hier liegt die Macht in der positiven Formulierung. Wenn dir vorschwebt, dass du 10 Kilo abnehmen möchtest, ist das gedanklich für dich im ersten Moment eher mit Schweiß, Entbehrungen, Hunger und Anstrengung verbunden. Wenn du dir stattdessen ein schlankeres, schöneres und rundum glücklicheres Ich mit Wohlfühlgarantie zum Ziel setzt, wirkt das vor deinem geistigen Auge wesentlich attraktiver. Realistische Ziele sind leichter zu erreichen, besser messbar und eher zu überprüfen. Außerdem torpedieren wir uns auf diese Weise nicht selbst damit. Wenn du etwa in einem Monat 30 Kilo abnehmen möchtest, wird das selbst bei einer Null-Diät nicht realisierbar sein. Wir neigen dennoch dazu, mit unseren Vorgaben über das eigentliche Ziel hinauszuschießen, weil wir dann aufgeben können und uns vormachen, wir hätten es ja versucht, hat aber leider nicht geklappt. Unterschätze niemals die Macht der Selbstsabotage. Sie ist ein williger Kumpane unseres inneren Schweinehundes, der uns mit Gewalt in unserer Komfortzone festhalten möchte. Eine gesunde Prise Realismus kann hier wahre Wunder bewirken und Ausreden aller Art ganz ordentlich die Tour vermasseln. Terminiert steht in diesem Zusammenhang für eine Deadline, bis zu welcher du dein Ziel erreicht haben möchtest. Das ist wichtig, denn auch hier lauern sonst wieder Ausreden und das Hinauszögern der erforderlichen Aktionen auf unbestimmte Zeit. Nummer 2. Erschaffe die Person, die du sein möchtest. Das Visualisieren, Manifestieren und die positive Affirmation sind die drei mächtigsten Werkzeuge, die dir beim Erfüllen deiner Wünsche zur Seite stehen. Je konkreter und deutlicher das Bild ist, das du von deinem zukünftigen Ich vor deinem geistigen Auge auferstehen lässt, desto besser.
Überlege dir jedes kleinste Detail, wie du dann aussehen wirst, wie du sprichst, wie du dich kleiden möchtest, wer dir gratuliert, applaudiert und dich bewundert. Fühle, wie es ist, endlich du zu sein in deiner besten Version. Überlege dir, was du mit deinem neuen Lebensgefühl und deinem neuen Lifestyle bewirken könntest. Vielleicht kannst du deinen Traum auch in den Dienst einer guten Sache stellen. Wer beruflich erfolgreich ist, hat bessere Connections und ein profunderes Netzwerk zur Verfügung. Warum solltest du das nicht nutzen, um deine Charity-Projekte voranzutreiben oder ein wenig Werbung für das Start-up eines lieben Freundes zu machen? Schau dir ganz genau an, welchen Mehrwert du erreichen kannst, wenn du am Ziel deiner Wünsche bist. Je größer die Win-Win-Situation sich für möglichst viele Beteiligte in deiner Vorstellungskraft abzeichnet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir dieses Unterfangen gelingen wird. Nummer 3. Glaub an dich. Es ist normal und ganz und gar menschlich, an sich selbst zu zweifeln. Rom wurde bekanntlich nicht an einem Tag erbaut. Ebenso wenig werden wir unsere Ziele und Wünsche in kürzester Zeit aus unserer Fantasie in die Realität transformieren können. Denk im Zweifelsfall immer daran, alles, was wir uns vorstellen können, kann auch Wirklichkeit werden. Es liegt an unserer Willenskraft und an unserem Durchhaltevermögen. Lass deine inneren Kritiker und auch jene von außerhalb nicht an deinen Plänen rütteln. Viele Menschen möchten dich genau dort belassen, wo du jetzt bist. Vielleicht bist du beruflich so von größerem Nutzen für sie. Dein Potenzial wird zwar erkannt, aber die eigenen Interessen stehen deiner Unterstützung diametral entgegen. Auch wenn es sehr radikal klingt, wer an diesem wichtigen Punkt in deinem Leben nicht für dich ist, ist gegen dich. Selbst Partner sind nicht immer erbaut, wenn sich ihre bessere Hälfte weiterentwickeln möchte. Die Angst, auf der Strecke zu bleiben oder gegen ein besseres Modell eingetauscht zu werden, ist hier ein ebenso starker Motivator wie Neid, Missgunst und all die Unbequemlichkeiten, die jede größere Veränderung nun einmal mit sich bringt. Nummer 4. Mach den ersten Schritt. Egal welches Ziel du anstrebst und wie groß es auch sein mag, mach jetzt den ersten Schritt. Berufliche Veränderung geplant? Bring deine Bewerbungsunterlagen auf den neuesten Stand, lege ein Suchprofil in einem Online-Stellenmarkt an und erwähne deinen Wunsch nach einem Upgrade im Kreis von vertrauenswürdigen Freunden. Wenn du dich selbst optimieren willst, such dir einen Ratgeber in Buchform oder im Internet, der dich mental unterstützt. Entsorge, falls eine Diät am Plan steht, alle Kalorienbomben aus deiner Küche und hol die Sportschuhe hervor. Oder, was immer geht, setz dich hin und erstelle einen Schlachtplan. Der größte Feind auf dem Weg in dein neues Leben nämlich ist einer, den du nicht unterschätzen solltest. Du selbst. Unser heutiges Fazit: Sei nicht dein größter Feind. Wir Menschen lieben die Routine, unsere Komfortzone und unsere Gewohnheiten. Wir verabscheuen Veränderungen jeglicher Art schon allein aus diesen Gründen. Hauptsächlich aber wissen wir, dass die Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt, selten leicht zu bekommen sind. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.